Den ersten Tag, an dem ich mit diesem Thema sozusagen in Berührung kam, als Markus Imhoff zu mir kam und über die Empfehlung eines gemeinsamen Freundes und sagte, ich möchte gerne einen Film über Bienen machen. Und ich relativ spontan und schnell gesagt habe, das interessiert mich, weil ich mich immer schon für Bienen interessiert habe und leidenschaftlich gerne Honig esse, jeden Tag, und von daher sozusagen mit dem Thema eine natürliche Verbindung habe. Ich meine, es ist jetzt 4 oder 5 Jahre her, also das ist eine 5 Jahre, glaube ich. Das ist wirklich eine lange Produktionszeit gewesen. Das war uns aber auch relativ schnell klar, weil Bienen sind nun mal Tiere, die in bestimmten Jahreszeiten aktiv sind und in anderen im Winter eben überhaupt nicht aktiv sind. Und wenn man dann einen langen Film darüber machen muss mit den verschiedenen Abläufen, um die Bienen auch dem Publikum näher zu bringen, in den verschiedenen Ländern, wo dieser Film gedreht wurde, das sollte ja ein Film sein, der im Prinzip die ganze Welt oder das Problem des Bienensterbens auf der ganzen Welt also im Auge hat, da war dann klar, dass wir lange brauchen, dass wir nicht nur eine Saison, eine Bienensaison haben können oder einsetzen können für unsere sozusagen Wünsche, sondern dass wir mindestens zwei brauchen. Also 2 Jahre, 2 Frühlinge, 2 Sommer, um überhaupt dem Thema so nahe zu kommen, dass wir es am Ende dann zu einem Film zusammenbauen können. Und von daher hat dieser Part schon sehr lange gedauert. Das andere ist die Recherche. Man weiß ja bis heute nicht ganz genau, woran dieses Phänomen des Bienensterbens liegt. Das heißt, es war dort auch eine durchaus intensive wissenschaftliche Recherche notwendig, auch wenn man die im Film jetzt nur noch spürt, nicht so richtig sieht. Oder doch in einer Sequenz dann auch schon. Und das war einfach ein richtig großes, großes Unterfangen. Also nicht nur, wie man manchmal bei Dokumentarfilmen hat, ein Phänomen wird gesehen, wird beobachtet und wird praktisch montiert, verarbeitet. Hier ist es wirklich ein Phänomen, das wir am Anfang als Thema hatten und dann wurde ein ganz breiter Kosmos rundherum aufgebaut und entwickelt, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Als ich angefangen habe, More Than Honey zu schneiden, da hatte ich schon eine große Hilfe. Erstens gab es damals zu dem Zeitpunkt noch nicht 200 Stunden Material, es gab damals nur 100 Stunden Material. Und diese 100 Stunden Material waren schon ein bisschen vorsortiert und es gab schon geschnittene Szenen, Sequenzen mit den Hauptprotagonisten oder mit ein paar von den Hauptprotagonisten. Und dadurch ist mir der Einstieg sehr leicht gefallen, weil ich mir das einfach angeguckt habe und ich wusste sofort, was gibt es und wie kann man das einsetzen, wie kann man das benutzen. Ich habe dann auch angefangen, die schon untereinander ein bisschen zu mischen und zu sehen, was entsteht dann aus der Gegenüberstellung. Und die restlichen 100 Stunden Material, das sind hauptsächlich Makroaufnahmen gewesen von den Bienen. Die wurden noch gedreht, während ich schon angefangen hatte zu schneiden. Und der ganze Schnitt hat dann insgesamt, also meine Arbeitszeit waren 7 Monate. Und es waren 7 Monate, die aber Spaß gemacht haben. Also es waren 7 Monate, in denen ständig was passiert ist, wo es ständig Bewegung gab, wo sich ständig Sachen verändert haben. Und das war, also es war eine sehr, sehr schöne Arbeit. Die große Herausforderung war bei More Than Honey, dass wir ja Bienen als Protagonisten haben und wir wussten überhaupt nicht, wie können wir einen emotionalen Zugang zu den Bienen für den Zuschauer herstellen. Und deswegen war überhaupt meine erste Arbeit, die ich gemacht habe, war zu gucken, wie viel Emotionen kann man aufbauen für die Bienen? Wie sehr kann sich der Zuschauer mit Bienen identifizieren? Normalerweise identifiziert er sich mit Menschen, die ähnliche Gefühle haben oder Seelenzustände wie man selbst. Aber für Bienen musst du ja auch erstmal ein Gefühl entwickeln. Und ich habe am Anfang eine Sequenz geschnitten, nämlich diese Sequenz, wo die Bienenstöcke geteilt werden, diese traurigste Sequenz eigentlich für die Bienen, und habe sie mit Musik unterlegt. Und wir hatten wunderschöne Kameraaufnahmen, ganz viel Material und haben dann wirklich auf die Musik habe ich diese eine Sequenz geschnitten und die war todtraurig. Die hat so gut funktioniert, das war wirklich also großes, großes Kino. Und da war uns von Anfang an klar, okay. Das war wirklich eine Basis für unsere weitere Zusammenarbeit, dass wir wussten, okay, wir können Emotionen darstellen. Also wir können so den Film so erzählen, dass der Zuschauer Emotionen hat für die Bienen. Und das ist natürlich
zum einen dem Schnitt zu verdanken, aber auch der Kamera, also weil die wirklich so tolle Kamerabilder haben und so nah herangegangen sind an die Bienen und die Bienen dann auch verlangsamt aufgenommen haben, sodass sie nicht so dieses hektische Gezappel haben, was Insekten normalerweise haben, sondern sie sind ein bisschen verlangsamt und mit der Musik zusammen in der Montage funktioniert das einfach sehr gut, dass man Emotionen hat für die Bienen. Markus Imhof kommt ja auch vom Spielfilm, also er hat Dokumentarfilme gemacht, aber er hat auch sehr viel Spielfilm gemacht und ich glaube, dass das wichtig war. Im Zusammenhang dieses Films, weil wir haben eine Herangehensweise gehabt, die schon dem Spielfilm sehr ähnlich war. Wir wollten Emotionen herstellen, wir wollten eine emotionale Geschichte erzählen. Es ging dann, obwohl sehr viel recherchiert worden war und auch die wissenschaftliche Seite wirklich abgedeckt war in diesem Riesenberg an Material, ging es uns wirklich darum, einen emotionalen Film zu machen. Die Herausforderung ist als Dokumentarfilmproduzent in meinen Augen fast komplexer als bei einem Spielfilmproduzenten, weil anders als bei einem Spielfilm, wo es ja von Anfang an das Drehbuch gibt, an dem man natürlich als Produzent auch vielfältig mitarbeitet und lange mitdenkt, zusammen mit einem kleinen Kreis Autoren, Regisseur, möglicherweise Dramaturgen, hat man da immer ein klares Ziel vor Augen, im Unterschied zum Dokumentarfilm, wo man ein Thema hat und gar nicht ganz genau weiß, wohin geht die Reise. Ja, ich muss also an der Stelle flexibler sein und mich weiter öffnen und das Ganze praktisch als ein Abenteuer empfinden. Ja, das ist auch das, was daran großen Spaß macht und das ich auch nicht missen möchte. Ich mache auch mittlerweile den einen oder anderen Spielfilm als Produzent, aber das Dokumentarische ist immer wieder, was das angeht, eine riesengroße neue Erfahrung, insbesondere bei so einem Film, aber es gibt auch viele andere Beispiele. Also hier in dem Fall geht es ja um Tiere und Natur, das ist das erste Mal, dass wir das so in dieser Form gemacht haben. Also dieses Offenbleiben gleichzeitig und trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren, ja, bestimmte Leute zusammenzubringen, zusammenzubinden, natürlich auch die Finanzierung und das ist auch natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Aber hier geht es in erster Linie um die richtigen Leute für das Thema zusammenzubinden, um am Ende dann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Als Produzent hat man ja dann immer nicht immer nur den einen Film meistens, sondern man hat dann immer noch parallel bestimmte Filme. Das heißt, man geht, ne, zwischenzeitlich ist man mit diesem Thema ganz stark beschäftigt und dann geht man am nächsten Tag oder in der Woche danach ist man wieder auf einer ganz anderen Baustelle, ein ganz anderer Film mit einer ganz anderen Thematik und kommt wieder zurück. Also man hat es im Prinzip, ist eines von, ich sag mal, 5 Babys oder 5 Kindern, die laufen lernen müssen, um am Ende erwachsen zu werden. So stellt sich das manchmal dar, um es ziemlich deutlich zu sagen. Ja. In diesem Fall war die Logistik sogar eine echte Herausforderung, weil die Zeitfenster der aktiven, also der Aktivitäten der, oder nein, der aktiven Bienenzeiten, ja, der Flugzeiten, waren hier begrenzt. Das heißt, wir konnten theoretisch eigentlich gar nicht alles abdecken, deswegen diese 2 Jahre. Und manchmal war es auch so, dass die Regieassistentin das ein oder andere an einem anderen Kontinent im Prinzip so vorbereiten musste, dass dann, wenn der Regisseur Markus Imhof kam, im Prinzip die Dinge schon mehr oder weniger, ja, startbereit waren, um dann drehen zu können. Also es war logistisch in der Tat eine große Herausforderung. Wie gut die Zusammenarbeit zwischen Produktion und Schnitt funktioniert hat. Und ich war wahnsinnig beeindruckt, dass wir so großzügige Arbeitsbedingungen hatten. Also wir haben ja in den Räumen des Produktionsgebäudes gearbeitet und anfangs dachte ich so ein bisschen, oh, das kann jetzt aber ganz schnell irgendwie in eine Richtung Kontrolle gehen. Und das war überhaupt nicht so. Wir hatten wahnsinnig viel Freiheit und ich habe das so genossen, dieses Vertrauen, das von der Produktionsseite uns gegeben wurde, dass wir wirklich so diese Möglichkeit hatten, da auch ins Blaue zu arbeiten ein wenig. Und das war auch wirklich notwendig, dass wir arbeiten konnten, dass wir wirklich die Zeit hatten, auch Sachen zu entwickeln im Schnitt. Und dass wir wussten aber, die stehen total hinter uns. Also die finden das gut, was wir machen. Und die lassen uns jetzt auch erstmal arbeiten. Und ich erinnere mich an eine Sichtung,
wo es für uns dann schon ziemlich weit fortgeschritten war und uns war das so klar, okay, das ist jetzt die Reise des Ich-Erzählers, ne, der um die Welt reist und nach den guckt, was, wie es den Bienen geht und so weiter. Und wir haben das so stolz vorgeführt und nach der Sichtung sagte Thomas Kufus, ja, aber einen entscheidenden Satz müsst ihr noch aufnehmen. Und der entscheidende Satz ist: Ich habe mich auf die Reise gemacht. Also für uns funktionierte das alles. Es war irgendwie so implizit, hatten wir das so gebaut und es war für uns klar, dass die Reise geht. Aber es braucht dann diesen Blick von außen, der sagt, ja Leute, aber bitte schneidet den Satz dann auch ein. Also weil es bei uns irgendwie total verloren gegangen war. Bei Filmen, von denen wir wissen, dass sie möglicherweise eine längere Geburt sind, ja, eine längere Phase brauchen, ob es viel Material ist oder ob es ein komplexes Thema ist, da versuchen wir dann schon, diese Filme möglichst bei uns in der Nähe zu schneiden, einfach weil es dann einfach einen Austausch gibt. Ja, das ist jetzt, ne, das hat, ja, hat man ja gemerkt, gar nichts mit Kontrolle oder so zu tun. Also einfach der Austausch, das Miteinander, weil ich verstehe mich als Produzent mit dem Regisseur und mit der Cutterin als Sparringspartner und als nichts anderes. Ja, dass man sich gegenseitig sozusagen Gedanken macht, die Bälle zuwirft, um am Ende gemeinsam zum besten Produkt zu kommen. Ja. Ja. Egal ob Spielfilm oder Dokumentarfilm, im Schnitt muss man vor allen Dingen eines gut können und das ist zuhören, finde ich. Und zuhören nicht nur in dem aktiven Sinn von jemand sagt mir was und ich höre zu, was er sagt und was er meint, sondern man muss in verschiedene Richtungen hören. Also es ist mehr ein Horchen und ein Lauschen und ein Wahrnehmen. Und zwar das, was der Regisseur angelegt hat, wo er hinkommen will, dass die Größe des Projektes oder des Films, wie groß kann er werden, wie groß soll er werden, die Wünsche auch der Produktion. Und man muss natürlich auch ins Material hineinhorchen und man muss einfach gucken, was gibt das Material her. Und dann muss man aktiv werden und diese ganzen Sachen zusammenfügen und zusammenführen und einen Bogen schaffen, in dem sich das alles erzählt. Und für mich ist, für meinen Beruf, das wirklich eine von den wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss. Einfühlungsvermögen, aber dann auch das Vermögen zu formulieren und Vorschläge zu machen und Sachen zu entwerfen und zu Ende zu bringen. Die Beziehung zwischen dem Produzenten und dem Regisseur ist definitiv die wichtigste Beziehung, logischerweise bei dem Zustandekommen so eines Filmes, weil die Voraussetzungen nicht unterschiedlicher sein können. Ja? Der Regisseur normalerweise hat die Idee, manchmal auch der Produzent die Idee, aber in diesem Fall war es auf jeden Fall die Idee des Regisseurs und will einen großen Film machen, nachdem er schon viele Filme gemacht hat, sogar auch mal Oscar nominiert war und auch noch mittlerweile schon 70 Jahre alt ist, also schon wirklich praktisch am hinteren Teil seiner Karriere steht, will einen großen Film machen. Ich als Produzent will da mitmachen, habe aber natürlich als einziger das Risiko zu tragen, dann eventuell mit anderen Co-Produzenten, muss also schauen, dass dieses Abenteuer, was der Regisseur vorhat, in gewissen Bahnen abläuft und ihm das zur Verfügung stellen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Dazu kommt, dass Markus Imhoff als Regisseur und Schweizer nochmal ein ganz besonderer, eine ganz besondere Charakter eines Autorenfilmers ist, ja, der sehr, sehr eigene Vorstellungen hat. Das ist aber nicht ungewöhnlich, das ist bei nicht allen. Bei ihm ist es sicherlich nochmal etwas besonders. Und darauf gilt es sich eben einzustellen. Da kommt dann auch das, was Anne Fabini sagt, man muss auch da zuhören, man muss auch da Einfühlungsvermögen mitbringen. Man muss aber auch, und das ist der vielleicht manchmal etwas andere Punkt als Produzent, auch Grenzen setzen können. Ja, in der richtigen Form und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, weil da kommen wir in einen Bereich, ja, den willst du am Ende nicht und ich weiß, dass ich den nicht will. Um es mal nur so als Beispiel zu sagen. Ja, also das heißt, da muss man schon auch manchmal den Steuerknüppel auspacken, um zu sagen, dahin geht die Reise und wir sind jetzt hier nicht, ja, in einer Märchenstunde. Das trifft aber auch viele zu. Das ist sozusagen als Produzent durchaus immer mal wieder
praktisch die eine Möglichkeit, eine von mehreren Möglichkeiten einzugreifen und das ganze Abenteuer in die noch überschaubaren Bahnen zu lenken. Ich habe das schon mal verglichen damit, weil man dann ja doch über viele Jahre auch verbunden ist. Also hier sind es jetzt 5 Jahre. Fast ist es wie eine Hochzeit. Ja? Zwei unterschiedliche gehen zusammen und versuchen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Am Ende kommt jetzt kein Kind heraus, sondern ein Film. Aber es ist ein Beispiel, was durchaus von der Intensität, von der Auseinandersetzungsdichte, ja, durchaus vergleichbar ist.